Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist zu achten und zu schützen. So steht es im Grundgesetz. Mit dem Menschenrecht Nummer 1 setzten sich gestern Abend Lothar Judith, Martina Münch, Susanne Tschenker vom mobilen Beratungsteam Cottbus und Politikwissenschaftler Dr. Gideon Bootsch auseinander. Im Konter 47 diskutierten sie über das Thema Vielfalt willkommen, Toleranz als gesellschaftliche Verantwortung. Ein wichtiges Thema von enormer Bedeutung. Weil wir alle unterschiedliche Menschen sind und wir müssen uns alle gegenseitig ertragen, aber wir müssen natürlich auch die Regeln aushandeln, wie wir miteinander leben. Aber die Basis für Toleranz ist, dass wir es respektieren, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat. Doch leider sieht das nicht jeder so. Jüngstes Beispiel das Humboldt-Gymnasium. Auf dem Schulgelände wurden vorgestern Nacht rechtsradikale Schmierereien und Schäden hinterlassen. Wir berichteten. Außerdem kommt es in der gesamten Bundesrepublik immer wieder zu fremdenfeindlichen Übergriffen. Vattenfall sah sich deshalb in der Pflicht zu handeln. In ihrer Talkrunde setzten sie bewusst auf das Thema Toleranz. Wir sind als Vattenfall, also eines der großen Unternehmen hier in der Region, nicht nur für unser Geschäft zuständig, sondern auch für die Gesellschaft, wie das Zusammenleben hier in der Region funktioniert. Und da ist das Thema Toleranz ein ganz, ganz wichtiges für uns. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wir sind ein internationales Unternehmen. Und ich habe heute mal vorab gezählt mit mindestens 8 Nationalitäten bei uns in der Company. Und da ist natürlich Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit ganz, ganz wichtig. Und man lernt auch unwahrscheinlich viel dabei. Zu bereden gab es viel. So wurde der Frage nachgegangen, wo Toleranz anfängt und aufhört, wie es sich mit der Zivilcourage verhält und wie es um die Integration steht. Hauptschwerpunkt bildete das Thema Rechtsextremismus. Gerade an Schulen und im ländlichen Raum ist diese Problematik leider immer noch verbreitet. Martina Münch macht sich weiterhin dagegen stark. Niemand wird zum Rassisten geboren, so die Bildungsministerin. Susanne Tschenker kann das bestätigen. Aus ihrer Sicht rutschen Jugendliche in die rechte Szene, weil sie sich einsam und von ihrer Familie nicht verstanden fühlen. Man muss Kinder schon frühzeitig über rechtes Gedankengut aufklären und rassistische Schimpfwörter unterbinden, so die Diskussionsteilnehmerin. Natürlich konnten gestern Abend nicht alle Fragen geklärt werden, aber es wurden erste Lösungsansätze gefunden. Ich denke mal, wir haben ein paar Punkte setzen können und wichtig ist, dass man darüber redet. Also das ist ja ein Prozess auch, der gestaltet werden muss und wir haben heute so einen kleinen Schritt in die Richtung gemacht und das müssen wir noch viel mehr machen, überall eigentlich. Und ich fand eine Teilnehmerin, die fand ich ganz gut, die gesagt hat, also wenn da jetzt irgendeiner rassistisch oder mich irgendwie als Frau dann irgendwie so komisch anmacht, dann muss man auch klare Grenzen setzen und ich finde, das sollten wir uns irgendwie zu eigen machen. Also ganz klar sagen, also hallo, wenn man sowas Rassistisches hört, nee, stopp, da hast du das falsch, so nicht. Dass Cottbus tolerant ist, zeigt der Cottbuser Aufbruch am kommenden Samstag. Dann ruft das Aktionsbündnis die Bürger auf, Farbe zu bekennen und den geplanten Nazi-Aufmarsch zu unterbinden. Schließlich darf Geschichte nicht verdreht werden. Außerdem ist jeder Mensch gleichwürdig und hat, egal seiner Herkunft, ein Recht auf ein freies und vor allem friedliches Leben.